Die Mediclean Seepark-Klinik Bad Bodenteich in der Lüneburger Heide. Letzte Hoffnung für die Schwersten der Schweren in Deutschland. Hier suchen diejenigen Hilfe, die aus eigenem Antrieb keinen Ausweg mehr aus ihrer Fettsucht finden. Johannes Feld ist seit 20 Wochen hier. Seitdem hat er mehr als 60 Kilo abgenommen. Petra Schmidt kam mit 294 Kilo bei einer Größe von 1,68 Meter nach Bad Bodenteich. Psychisch schwer belastet, körperlich fast bewegungsunfähig. Die gelernte Krankenschwester hatte ihr Leben nicht mehr im Griff. Auf dem Planeten der Dicken stehen die Cookinseln weit vorn. Mexiko und die USA finden sich weiterhin in der Spitzengruppe. Aus den Mutterländern des Fastfood kommen dramatische Zahlen. Und auch die Fettleibigkeit im Kindesalter lässt wenig Hoffnung auf eine schlanke Zukunft. Die Bilder des Mexikaners Juan Pedro Franco gingen um die Welt. Der knapp 600-Kilo-Koloss war lange trauriger Rekordhalter. Zuvor belegte der Mexikaner Manuel Uribe Platz 1. Auch er wog fast 600 Kilo und starb 2014. Extreme Ausnahmen, aber Fakt ist, Fettleibigkeit breitet sich aus wie eine schleichende Epidemie, die keine Landesgrenzen kennt. Besonders Industriestaaten in Europa, mit Malta ganz vorne, sind befallen. Und auch in Deutschland geht der Trend in die falsche Richtung. Die ersten vier Plätze belegen neue Bundesländer, mit Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze, gefolgt von Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Fettleibigkeit als Volkskrankheit, mit fatalen Folgen. Der globale Wohlstand wächst und die Pfunde mit. Länder wie Ägypten, Saudi-Arabien und Katar erlebten in den vergangenen Jahrzehnten einen wirtschaftlichen Aufschwung und einen Anstieg der Dicken. Joachim Werner wiegt Anfang 2008 knapp 300 Kilo. Er kann sich fast nicht mehr bewegen, liegt nur im Bett. Seit 9 Jahren schon begleiten wir ihn mit der Kamera. Heute wiegt er 135 Kilo. Der 2,7 Meter große Mann hat nach einer Magen-OP mehr als 160 Kilo abgenommen. Stück für Stück eroberte er sich sein Leben zurück und veränderte es komplett. Er zieht bei der Mutter aus und findet seine große Liebe. Rückblick. Anfang 2008 wiegt Joachim Werner fast 300 Kilo. Seine Ärztin drängt auf eine Magen-OP. Für den Transport ins Krankenhaus rückt ein Spezialbus an. Joachim Werner erhält einen Schlauchmagen. Danach folgt die Verlegung nach Bad Bodenteich. Im Adipositas-Zentrum der Mediclean Seepark-Klinik kümmert sich ein Expertenteam um Menschen, die sich aufgrund ihres Körpergewichts nicht mehr bewegen können. Joachim Werner liegt seit 2 Monaten hier auf der Spezialstation. Die Magenverkleinerung hat ihm das Leben gerettet. Jetzt muss er wieder auf die Beine kommen. Zuvor hatte Heino Herrmann sämtliche Diäten ausprobiert, immer wieder mit seinem Gewicht gekämpft. Immer wieder verzweifelt versucht zu verzichten. Und immer wieder scheitert er. Erst durch das Abnehmcamp gelingt das Unglaubliche. Wer einmal abnimmt, erzielt nur einen Etappensieg. Experten sind sich einig, das Gewicht danach dauerhaft zu halten, ist eine Lebensaufgabe und ohne Sport kaum zu schaffen. Jeder Mensch hat Ausreden, aber es bringt ja nichts. Es ist nur wie Lügen, Lügen bringt ja auch nichts. Kommt ja irgendwann raus. Und man muss ja vor seinem Problem nicht weglaufen. Ne? Angriff ist die beste Verteidigung. Heino weiß, Verlockungen lauern überall. Ausreden lässt er nicht zu. Denn der 45-Jährige hat gelernt, gute Ernährung und Bewegung in seinen Alltag zu integrieren, ohne sich zu sehr unter Druck zu setzen. Dürfen Dicke Marathon laufen? Nein, nicht mit 160 Kilo. Deshalb plant Michael Klotzbier im Januar 2015 seine Mission Marathon. Wir begleiten ihn dabei, vom Anfang bis zum Ende. Dass Michael Klotzbier heute fast leichtfüßig seine Runden dreht, ist alles andere als selbstverständlich. Vor 2 Jahren brachten ihn schon wenige Treppenstufen aus der Puste. Der 37-Jährige war mal ein echtes Schwergewicht. Bis er sich auf die Wette einlässt, einen Marathon zu laufen. Januar 2015. Statt einer Zahl zeigt Michas Waage nur OL an. Overload, Überlastung. Eine Demütigung. April 2015. Gewicht 132 Kilo. Klotzbier kämpft. Solange er keine Schmerzen hat, soll er sich bewegen. Heute
Nordic Walking. Ab sofort will Micha 3 bis 4 Mal die Woche walken. Zusätzlich achtet er auf eine gesunde Ernährung, ohne sich zu quälen. Und dann geht der Berliner sogar zum ersten Mal joggen. Zumindest im Wasser. Aquajogging, das verbrennt ordentlich Kalorien und schont die Gelenke. Nachdem Petra erst einmal wieder lernen musste zu gehen, erst mit und dann teilweise ohne Rollator, soll sie nun tatsächlich an Fitnessgeräten arbeiten. Die Maschinen sind für Schwerstgewichte bis 400 Kilo gebaut. Petra Schmidt muss lange vernachlässigte Muskeln langsam an Bewegung gewöhnen. Sie hat große Angst zu scheitern. Zu oft musste sie zu viele abwertende Blicke und Getuschel ertragen. Petra Schmidt ist ein Opfer sexuellen Missbrauchs. Die Qualen wirkten sich massiv auf ihre Psyche aus. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder kam längst Verdrängtes wieder zum Vorschein. Die gelernte Krankenschwester hat immer wieder verzweifelt versucht zu vergessen. Das gelang nur mit Essen. Seit 2011 ist sie erwerbsunfähig. Jetzt kämpft auch sie sich ins Leben zurück.